Der Weltwassertag findet seit 1993 jedes Jahr am 22. März statt und wird seit 2003 von UN Water organisiert. In der Agenda 21 der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro wurde er vorgeschlagen und von der UN-Generalversammlung in einer Resolution am 22. Dezember 1992 beschlossen. Soweit Wikipedia. Für uns alle ist sauberes Wasser wichtig. Im Gegensatz zu vielen anderen Menschen auf der Erde steht es uns rund um die Uhr zur Verfügung. Die Wasserwerke haben daran einen sehr großen Anteil. In den Wasserwerken wird das Trinkwasser gefiltert und aufbereitet, nochmals kontrolliert und für die Wasserversorgung bereitgestellt. Darüber hinaus kümmern sich die Mitarbeiter auch um das Abwasser, Kanalreinigung und Reparaturen. Das ist selbstverständlich auch in Zwickau so. Ja, also der Tag des Wassers ist ja ins Leben gerufen worden, um uns auch hier, wo Wasser kein Problem darstellt, die Bedeutung ins Gedächtnis zu rufen. Und wir haben ja auch hier in Mitteleuropa Herausforderungen. Ich mag an die drei letzten trockenen Jahre erinnern, wo wirklich eine extreme Trockenheit vorgeherrscht hat, wo wir hier jeden Tag frisches Wasser hatten. Aber es zeigt uns, dass es nicht überall selbstverständlich ist und dass wir trotz allem mit der Ressource sparsam und ordentlich umgehen müssen. Die zweite Herausforderung, die wir als Unternehmen zu bestehen hatten im vergangenen Jahr bis jetzt andauernd, die Pandemiesituation. Auch dort konnte sich die Bevölkerung, unsere Kunden immer hundertprozentig auf uns verlassen. Wir haben ein sehr restriktives Hygienekonzept aufgebaut. Unsere Mitarbeiter machen dort sehr, sehr gut mit, sind sich ihrer Verantwortung voll bewusst, sodass wir also auch diese Pandemiesituation bisher sehr gut überstanden haben und auch davon ausgehen, dass das weiterhin so bleibt. Ein Wort noch zum Wasserabsatz des vergangenen Jahres. Es gab dort Verschiebungen. Im Privatkundenbereich haben wir etwas mehr verkauft. Die Leute waren mehr zu Hause, konnten nicht so in Urlaub fahren. Homeoffice war angesagt. Und im Industrie- und Gewerbebereich etwas weniger. Kurzarbeit, Schließung von Freizeiteinrichtungen, Hotel, Gaststätten etc. Unterm Strich haben wir aber trotzdem ein solides Jahr hingelegt, 2020. Und so kann ich heute hier auch sagen, dass in 2021 die Wasserwerke Zwickau ihre Preise konstant halten werden. Die Wasserwerke Zwickau legen auch Wert auf Außenwirkung. Eine Sache, wo wir in der Öffentlichkeit jetzt auch zu sehen sind und präsent sind, sind verschiedene Gebäude an Hochbehältern, die wir haben von einem Reinsdorfer Künstler von Sven Gehrig gestalten lassen. Denn alle oder die meisten Anlagen unseres Unternehmens sind unter der Erde. Und wir haben uns jetzt gedacht, die oben rausgucken, Hochbehältergebäude und Ähnliches, wollen wir ein bisschen hübsch gestalten und damit auch den Wiedererkennungswert und die Verbundenheit zur Region dokumentieren. Wir befinden uns hier auf dem Gelände des Hochbehälters Windberg. Die Gebäude dieser Anlage wurden im vergangenen Sommer mit einem Wasserwerksgraffiti versehen. 2012 wurde das erste unserer Gebäude künstlerisch aufgewertet. Es war das Regenüberlaufbecken an der Werder Straße in Zwickau-Marienthal. In den letzten Jahren kamen weitere Anlagen hinzu. Mit den Graffiti werden nicht nur neue Gebäude verschönert, unter unserer Wasserwerkswelle verschwinden hin und wieder auch unschöne Schmierereien. Mit dem einheitlichen Graffiti-Design wollen wir auf unsere Arbeit als regionaler Trinkwasser-Ver- und Abwasserentsorger hinweisen. In dem Reinsdorfer Graffiti-Künstler Sven Gehrisch haben wir einen kompetenten und zuverlässigen Partner gefunden. Er wird auch 2021 weitere Wände für die Wasserwerke Zwickau optisch aufwerten. Seien Sie gespannt! Die Wasserwerke Zwickau haben 2021 eine Menge vor. Ja, unser Unternehmen hat in diesem Jahr ein ganz großes Bauprogramm sich vorgenommen, welches ungefähr 100 Einzelmaßnahmen im Trink- und Abwasserbereich beinhaltet. Wir werden ca. 18 Millionen Euro investieren, wobei 10 Millionen Euro davon in das Abwassernetz gehen und ca. 8 Millionen in das Trinkwassernetz. Wie in jedem Jahr bemühen wir uns um Koordinierung der Maßnahmen mit den Kommunen und Straßenbaulastträgern. Wir wissen allerdings noch nicht, was davon tatsächlich gemeinsam in diesem Jahr umgesetzt werden kann.
Im Trinkwasser sind einige große Dinge auch hier in der Stadt Zwickau auf dem Plan. Zum Beispiel wollen wir den vierten Bauabschnitt der Bürgerschaftsstraße fertigstellen. In der Reichenbacher Straße soll eine Trinkwasserleitung in einer größeren Dimension gewechselt werden. Gemeinsam mit der Stadt Zwickau und der Stadt Kirchberg sollen in der Freiheitssiedlung in Zwickau und in der Malzhausstraße in Kirchberg Trink- und Abwasserleitungen erneuert werden. Von den rund 25 Kilometern, die wir dieses Jahr sanieren wollen, sind ca. ein Drittel im Stadtgebiet Zwickau zu verzeichnen. Aber auch auf unseren Abwasseranlagen stehen große Investitionen an. So sollen in der ZK in Werdau zum Beispiel der erste Faulturm saniert werden. Und zwei baufällige Kläranlagen in Zwickau, Hüttelsgrün und in Mösengrund werden abgelöst durch eine Druckleitung und eine Abwasserpumpstation. Eine für die Zwickauer Bürger wohl augenfälligste Baumaßnahme ist die Rohrnetzerneuerung in der Reichenbacher Straße. Also wir befinden uns jetzt hier in der Hilfe-Götteschacht-Straße in Zwickau, Kreuzung Reichenbacher Straße. Die Wasserwerke planen die Trinkwasserleitung in der Reichenbacher Straße von der Kreuzung Hilfe-Götteschacht-Straße bis zur Flurstraße auszuwechseln. Das ist eine Länge von ungefähr 375 Meter. Die alte Leitung ist eine Gussleitung, 35 cm Durchmesser. Die neue Leitung wird eine Gussleitung, 40 cm Durchmesser. Es wird jetzt als erstes eine Notversorgung aufgebaut. Auf die Notversorgungsleitung werden alle Hausanschlüsse aufgebunden, werden die Seitenstraßen Friedrich-Meyer-Straße und Wilke-Straße aufgebunden. Und dann beginnt die eigentliche Verlegung der neuen Hauptleitung. Dafür wird im Kreuzungsbereich die Leitung komplett gleich neu verlegt. Also die Leitung wird auf der ganzen Strecke neu verlegt, komplett neu verlegt, wird eine Druckprobe gemacht, eine Hygienefreigabe. Nach der Inbetriebssetzung werden die Hausanschlüsse dann wieder auf die neue Leitung aufgebunden und die Notwasserleitung kann außer Betrieb gehen. Die Bauzeit, also wir haben am 1. März angefangen. Ist geplant, ist jetzt bis zum 9.7. die Baumaßnahme auszuführen. Es wird komplett unter einer halbseitigen Sperrung gebaut. Dabei wird der Verkehr an der Baustelle vorbeigeleitet. Eine Fahrspur geht stadteinwärts, eine Fahrspur stadtauswärts. Ein Knackpunkt haben wir in Kombination mit der Baumaßnahme Hilfe-Götteschacht-Straße erfolgt der Ausbau der Kreuzung. Mit einer Deckensanierung, dafür ist eine Vollsperrung eingeplant, Ende Juni, Anfang Juli über eine Dauer von ca. 4 Wochen. Die Stadt plant anschließend eine Deckensanierung auf der linken Seite der Reichenbacher Straße. Im Juni 2021 soll komplett alles abgeschlossen sein. Die Wasserwerke Zwickau arbeiten mit modernster Technik, so zum Beispiel mit dem Hochdruckspülgerät AquaStar. Seit Dezember 2020 ist es auf den Straßen des Entsorgungsgebietes unterwegs. Ein bereits 12 Jahre altes Kanalreinigungsfahrzeug wurde durch ein neues mit zeitgemäßer Technik ersetzt, der Dreiachser-LKW im Wasserwerke blau gespritzt. Im Hintergrund sehen wir einen MAN mit 26 Tonnen und 470 PS. Der Aufbau ist ein Kaiser, der in Liechtenstein produziert wird. In dem Fahrzeug befindet sich ein Druckumsetzer mit 400 Liter und 200 Bar maximal. Das wird über einen Spülschlauch in den Kanal befördert, das Wasser. Weiterhin befindet sich in diesem Fahrzeug eine Wasserringpumpe mit 2700 Kubikmeter Luftdurchlass in der Stunde. Das wird gebraucht zum Aufsaugen des Mediums. Das Fassinhalt sind ca. 10.000 Liter. Das ist ein sogenannter Aufbereiter. Dieses Fahrzeug wurde im Dezember angeschafft. Er kann den ganzen Tag am Kanal stehen, dadurch er selber sein Wasser aufbereiten kann durch einen Rotomaster. Dieser saugt praktisch das Fahrzeug, saugt aus dem Kanal das Wasser auf, bereitet das wieder auf und kann das dann wieder zum Spülen nehmen. Und dadurch werden die Kanäle effizient gereinigt. Aufgrund der demografischen Entwicklung stagniert der Wassergebrauch und demnach auch das Abwasseraufkommen. Erschwerend kommen die heißen Sommer mit längeren Trockenperioden hinzu. Durch das geringe Abwasser geht auch die Schleppkraft zum Transport von Feststoffen zurück, wodurch sich störende Ablagerungen bilden. Um dem entgegenzuwirken, ist ein erhöhter Reinigungsbedarf notwendig. Diesem kommen die Wasserwerke Zwickau mit drei Fahrzeugen, darunter einem neuen, nach.
Die Spülung der Abwasserkanäle und die Beseitigung von Verstopfungen ist eine Kernaufgabe der Abwasserbeseitigung und ein wichtiger Baustein zum Schutz der Gewässer.